Nennt mich total verrückt. Das darf keiner erfahren. Heute ist Samstag vorm 4. Advent. Nennt mich verrückt. Ich mir jetzt. Ja, lieber Rasenfüchser, frag mich mal, darf ich im Winter mähen? Wie hoch muss ich das Gras stehen lassen? Ich kenne 5 cm, 4 cm, 3 cm. Was ich jetzt gerade hier gemäht habe, sind 2,5 cm. Ich sage immer, auf den Golfplätzen wird auch ab und zu noch gemäht. Da werden die Fairways ab und zu noch gemäht. Bei so fantastischem Wetter, 8 Grad. Wir hatten sogar die letzten Tage 14 Grad. Da fängt das Gras an zu wachsen und die Golfer wollen spielen und dann muss der Greenkeeper mähen. Und ich bin auch ein Greenkeeper. Ja, ich möchte ein Greenkeeper sein, also ich bin kein Greenkeeper, aber ich sage, ich habe auch hier einen Golfplatz, ich habe hier auch hier einen Fairway, ich habe hier auch mein kurzes Gras, also mähe ich ab und zu. Ganz vorsichtig, ganz selten, fein nur was oben abschneiden, scharfe Spindel, ja dann geht das. Dann werden die langen Helmchen weggeschnitten. Es sieht unglaublich aus, unbeschreiblich schön. Ja, ob das falsch oder richtig ist, schreibt mir die Kommentare. Sagt eure Meinung dazu. Ich bin gespannt. Aber der Rasenfreak, der mäht am Samstag vor dem 4. Advent. Und heute ist ein sensationeller Tag. Heute ist Wintersonnenwende, 21. Dezember 2019. Die Tage werden wieder länger. Und das bei so einem wunderschönen Wetter. Ach, was gibt es Schöneres? Ey, draußen sein, Sonne, mähen. Klar, ist nicht normal, weiß ich auch. Aber machen wir doch das Beste draus. Es ist doch einfach schön. Warum dürfen wir das nicht auch genießen? Thank you.
Mein Nachbar mäht auch. Mein Nachbar mäht auch. Yeah! Da muss ich mal rüber. Ja! Ja! Moin. Da! Noch ein Verrückter! Moin. Er mäht auch! Der Qualitativ an den Stellen ist eher mehr von dem Mutterboden drauf, an anderen Stellen ist eher von dem Netz, von dem eigenen Boden. Ja, liebe Rasenfreaks, ein Riesenvorteil hat natürlich auch noch das kurze Gras im Winter. Da bleibt das Laub nicht so leicht zwischen den Gräsern hängen. Ein schön dichter, kurzer Rasen ist wie ein Teppich, da fliegt das ganze Laub einfach drüber weg. Ja, sieht wirklich super aus, also unglaublich. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Das war der Weihnachtscut vom Rasenfreak. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Abonniert mich, macht die Glocke an, dann habt ihr meine aktuellen Videos. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss. So, liebe Rasenfreaks, eins muss ich euch noch zeigen. Das glaubt man nicht. Eine Butterblume, ein Löwenzahn. Unfassbar. Dezember und es wächst der Löwenzahn. Cool.